Hallo und willkommen zu einer Folge Two Point Hospital. So, heute werden wir ein neues Krankenhaus bauen, nämlich den Lower Bulldogs. Und ja, dann starten wir mal. Gucken erstmal, wie hier die Umgebung überhaupt aussieht. Personalqualifikation. Willkommen in Lower Bulldogs. Dieses reizende kleine Dorf hat ein riesiges Problem. Ein bedeutender Anteil der Bevölkerung hält sich für Rockstars. Dafür gibt es nur ein Heilmittel, die Psychiatrie. Nur Ärzte mit Psychiatrieausbildung werden in der Lage sein, Patienten im Psychiatriezimmer zu diagnostizieren und zu behandeln. Wir haben einen solchen Arzt gefunden, aber sollte es weiterhin nach Bewerbern Ausschau halten, die Qualifikationen in der Psychiatrie und anderen nützlichen Bereichen mitbringen. Okay, wir haben auf jeden Fall schon ein vorgefertigtes Zimmer hier so alles. Ist das hier unsere Psychiatrie hier oder was ist das? Ne, ist aber nur eine Arztpraxis, okay. Wir haben auch schon irgendwie anstatt ganz viele Angestellte hier drin. Personal, was haben wir denn alles? Wir haben einen Arzt, einen Assistenten, einen Hausmeister. Der ist auch Geisterjäger. Okay, du arbeitest da vorne auf, wie es aussieht. Du arbeitest. Such eine Arbeit. Warum suchst du eine Arbeit? Du kannst hier auf jeden Fall ja hier drin arbeiten. Okay. Das war aber auch komisch, dann gehst du hier hin und gehst erstmal um die Rezeption rum in das Zimmer rein. Eigentlich hätte ich ja dafür bauen von null an, selbst ein Krankenhaus. Ist ja auch relativ klein eigentlich, wenn man es mal so nimmt, ne? Also unser altes, also Tutorial-Krankenhaus war irgendwie größer. Das aber abreißen, das Zimmer hier, nochmal neu bauen. Kannst du komplett abreißen eigentlich? Verkaufen. Ich will hier selber mal ein Krankenhaus bauen. Zimmer wird 7000, komm, wir verkaufen das Zimmer und bauen das selber. Bup. So, das können wir ja alles woanders hin platzieren. Die Rezeption kann ja eigentlich so vor der Tür bleiben, würde ich sagen. Wenn die reinkommt, können die ja schon gleich dahin gehen. Den Müllheimer lassen wir auch mal da stehen. Das lassen wir auch erstmal da stehen, okay. So, aber dann bauen wir nämlich hier in die Ecke erstmal das erste Zimmer. Zimmer, Arztpraxis. Wenn es die Dinge ist, dann können wir echt einmal quasi einmal hier so rüberbauen, einfach, ne? Die Zimmer, genauso wie hier unten, ne? Dann ist das Krankenhaus gefühlt auch voll. Oder man baut halt wieder auf die kleinste Stufe, so nur die kleinsten Räume hier, so 3x3. Und dann kann man vielleicht in der Mitte auch noch was hinbauen, ne? Kann man so oder so, ne? Wenn ich das so bauen würde. Dann hätte ich hier quasi, kann ja so einen schmalen Weg, also komm, wir machen, ich glaube, wir bauen die Räume so. Dann haben wir hier zwei, achso, warte mal, ich muss kurz das Zimmer einmal zu Ende bauen hier. Bup. Bup, so, aber wie gesagt, von der Theorie her dann. Dann würde ich hier quasi zwei freilassen als Weg hier zwischen. Dann hätten wir hier, aber also das wird nicht passen, ne? Das müsste aus, das passt. Oder nicht, wenn ich das in so ein Zimmer habe. Hier unten 3x3. Da habe ich dann zwei. Ja doch, passt genau rein. Na gut, dann machen wir das so. Ich reiße mal kurz wieder ab hier. Nee, dich auch. So, dann brauchen wir aber auf jeden Fall. Brauchen wir dann auch eine Apotheke. Weil die meistens die Leute zur Apotheke schicken. Oh ne, was wird der mittig sein? Dankeschön. So. Dann haben wir eine Apotheke. Ja, eigentlich brauchen wir alles gefühlt, ne? Alle Räume eigentlich. Weil es können ja von jeder Krankheit irgendwelche Leute zu uns kommen. Notezimmer. Oh, da ist aber Leute, oben ist auch eine Tür. Okay. Die habe ich jetzt nicht gesehen. Kann ich die Tür irgendwie umsetzen oder so? Scheiße. Es sind noch zwei Plätze, die das da sind, ne? Aber ich kann das trotzdem so bauen von der Theorie her. Ich weiß nicht, was dann passiert. Also das geht dann aber nicht. Kann ich den nicht einfach so und dann. Ich kann er so machen, ne? Guck mal. Kommt nur keiner mehr da rein. Den kann ich nicht wieder abreißen hier. Tja. Wie machen wir das jetzt hier? Wenn ich das aber so mache? Jetzt muss schon mindestens so. Ja, weil das vorne ein 3x3 ist, ne? Das ist irgendwie kacke, dass da so ein Raum ist. Dass da so eine Tür ist. Ist da auch, ne? Tja. Dann bauen wir wohl. Wie ist das hier hinten denn? Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Ist auch nur 5. Wir hatten aber auch irgendeinen Raum, der musste nur 2x3 sein, oder nicht? So und so. Wenn ich eher einen Raum, der 2x3 sein musste. Ein Pausenraum. Da kann ich jetzt hier noch rein.
Da kann ich Toilette dann hin. So. Und da kann die Toilette rein, in den Bereich. So. Dann, so, den haben wir. Station fehlt noch, Psychiatrie fehlt noch und das Ding fehlt noch, ne? Ah, schon passt hier oben logischerweise dann auch nicht rein, ne? Ja, doch, es passt hier rein, nicht? Muss noch länger sein. Wo bist du im 4x3 Zimmer gewesen? Jo. Das ist halt nicht so praktisch. Ja, jetzt hat der Flur hier oben nur eine Breite. Das ist ja nur ein breiter Flur, der da ankommt. Hier steht die Tür da scheiße. Okay, wir müssen die Tür woanders hin platzieren halt. Tür. Hä, dass er die da nicht hin platzieren darf. Dann da die Tür hin. Bam. Umkleide. Okay, ist ganz schön klein. Da passen nicht so viele Betten nachher auf jeden Fall rein. Zwei Betten, das war's dann hier, ne? Passt überhaupt so hier hin? Da passt ein Bett hin. Und da, das reicht ja erstmal. So, dann die Psychiatrie. Auch 3x3. Ne, warte, ich glaube, ich fange dann aber eher von der Seite aus sie anzubauen. Wir müssen aber erstmal die ganzen Objekte da weg. Also ich glaube, ich verkaufe die aber erstmal. Statt die selber woanders hin zu platzieren. So, Zimmer. Psychiatrie. Bap. Bap. Bup. Bup. Und noch die Entleuchtungsklinik. So, dann werden die Zimmer schon mal alle fertig. Nee, ah, ich habe die jetzt zu breit gebaut. Sind die alle vier dann geworden? Nein. Wenn wir kurz kleiner machen, dann passt das ja nicht mehr. Bearbeiten. Nee, warte, für die Wand bearbeiten. Nicht das Ding an sich, ne? Warte mal. Bearbeite ich das dich, oder? Kann ich irgendwie aus dem Zimmer entfernen? Nee, warte mal kurz Bearbeitung abbrechen, ja. Wände und Böden anpassen. Kann ich das nicht irgendwie das Zimmer kleiner machen einfach? So. So ist okay. Bearbeiten. So. Dann passt es mir schon besser. So, dann stellen wir dich dahin. Na, warte mal kurz. Die steht noch Stufe nach rechts. Bup. Die hier auf die andere Seite. Was haben wir da stehen? Getränk auch im Automaten. Dann stellen wir da den Snackautomaten hin. Die Objekte. Kommt dann dahin. Da hängt ja schon sein Broschürending. Bauen wir hier oben auch nochmal eine Bank hin. Genauso wie hier. Ein paar Mülleimer noch. Und ich glaube, das war es auch für erst. Dann müssen wir erstmal gucken, dass das überhaupt alles hier funktioniert. So, das brauchen wir auf jeden Fall noch ganz viele Angestellte, ne? Und hast du eine Psychiatrie-Ausbildungszeug? Jo, dann kommst du auf jeden Fall in unsere Psychiatrie. Die war hier. So, dann brauchen wir einstellen. Ärzte. So, wir brauchen auf jeden Fall hier einen Arzt, oder? Diagnosefähigkeit, das ist gut, das brauchen wir. Einstellen, da drinne. So, hier brauchen wir einen Krankenpfleger, war das, glaube ich, ne? Jo. Krankenpfleger. Apotheken-Dings, perfekt. Nehmen wir einstellen, da rein. Da brauchen wir keinen, da auch nicht. Wer muss hier rein? Krankenpfleger. Einstellen. Das ist jetzt übelst teuer, die anderen Krankenpfleger hier, ne? Also 30.000, der andere hat eben. Vielleicht warten wir einfach mal ein bisschen ab, falls da nochmal neue kommen. 22 Tage, falls wir schnell ist, ist ein Tag rum. Können da erstmal warten.
Wer kommt hier oben rein? Eine Assistenz, oder? Nee, war ein Arzt. Was kommt hier oben rein? Vielleicht will den Raum anklicken, weil ich weiß, dass er reinkommt. Nein, ich will nicht das Bett, will den Raum anklicken. Ja, auch ein Krankenpfleger. Das ist alles so teuer gerade. Ja. Und hier kommt ein Arzt rein. Mit dem hier, der gar nichts kann. Na gut, dann müssen wir noch gucken, irgendwie zwei Krankenpfleger mal da oben einstellen. Aber dann warten wir doch noch kurz, bis da irgendwie welche kommen, die vielleicht ein bisschen billiger sind. Neue Technologie. Wir wurden von Bengel Technologies kontaktiert. Dieses Unternehmen betreibt verschiedene Forschungskrankenhäuser im ganzen Land. Sie haben uns ein interessantes Angebot gemacht. Ihnen wurde erst kürzlich eine psychiatrische Lizenz entzogen, wegen eines Vorfalls mit es ist wohl besser, nicht ins Detail zu gehen. Sie beabsichtigen ihre Psychiatrie-Therapien, Patienten, so, zu uns zu schicken und würden uns im Gegenzug den Kauf einiger ihrer neuesten Technologien ermöglichen. Da unsere Organisation keine Forschungslizenz hat, müssen wir um diese Technologieunterstützung froh sein. Okay. Lass uns das Krankenhaus weiter ausbauen, während wir uns um die Psychiatriepatienten kümmern. Wir müssen aber nur einen Psychiatriepatienten kümmern. Heilen, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wenn immer ein Patient kommt. Ist das hier oben wieder eine Scheune? Und Leute, man kann die, man kann die Grundstücke kaufen und da so sein Krankenhaus vergrößern. Aha. Das ist also gleich alles. Verstehe. Ja, erst müssen wir das hier vorbauen. Wie gesagt, wäre es auf jeden Fall so planen, dass wir halt hier noch hinsetzen und dann in der Mitte hier noch Räume. So, was hast du denn für ein Problem? Ah, Ballons hast du. Cool. Ah, der ist so ein Rockstar, ne? Und die gesagt haben. So, sieht es ein bisschen so aus, wie der läuft und so. Der auch. Das sind die Psychiatrie-Leute hier. Oh, ich habe das falsch umgebaut. Bauen wir da mal um. Walk in the world, das ist das hier, genau. Auf zur Psychiatrie mit dir. Ey, wie du machst das Pause im Ernst? Halt, ich dreh wieder um. Da kommt schon der nächste. Wir müssen gleich rechtzeitig das Ding hier mal umplatzieren. So, nehme ich jetzt. Geh du mal da raus, genau. So, dann einmal hier. Ups, arbeitest du jetzt noch hier drin? Stehst du irgendwo? Oder arbeitest du noch da drin? So, da wartet er halt, wenn der wieder behandelt wird. Druck, perfekt. Medikamentenmixer 2 freigeschaltet. Technologies werden Zugang zu einer ihrer neuesten Entwicklungen. Ein Upgrade für den Apotheken-Medikamentenmixer und den Easy-Scan für allgemeine Diagnosen. Wenn wir dieses Upgrade für unsere Maschinen kaufen, verbessert sich ihre Leistung und können dadurch mehr Patienten diagnostizieren und heilen. Um Upgrades für Maschinen zu installieren, brauchen wir einen Hausmeister mit Mechanikausbildung. Wählt zuerst die Maschine und dann das Upgrade-Option aus. Ein ausgebildeter Hausmeister wird die Upgrades damit dann in der Zeit installieren. Okay, hat unser Ausmaster das zufälligerweise? Geht Updates installieren. Ja, was hatten wir ja gerade? Bist du unser Ausmeister? Was hast du denn? Jo, haben wir sogar. Okay, dann können wir uns einfach mal das Ding hier quasi updaten. Oder nicht? Ist das updaten? Aufheben? Da. Bam. Habt ihr das jemand drin? Ja, ne? Nee, hä? Also, man kann vielleicht erst das woanders hingegangen zum Arbeiten wahrscheinlich denn, ne? Warte mal, wo ist mein Krankenpfleger denn hingelaufen jetzt? Oh ne, Patienten wollte ich gar nicht. Personal. Wo arbeitet denn der jetzt? Such nach Arbeit, hä? Achso, wahrscheinlich, weil da gerade keiner ist, der irgendwo Arbeit braucht von der Theorie. Aber unsere 22 Tage sind rum, das heißt, wir haben hier vielleicht, also sollten wir auf jeden Fall ja einen neuen haben irgendwie. Ja, wegen 20.000. Und der ist in der Station ganz gut hier. Einstellen. Da oben arbeiten. Ey. Oh, dauert aber eine Weile, bis er erst fertig hat. Hoffen wir mal, dass der keine Medikamente braucht, der Typ. Das sieht so aus. Ah, wir können aber trotzdem daran arbeiten, oder was? Jo. Da ist er gut. Und was für ein Ding hat mir noch Easy Scan? Was ist denn der Easy Scan? Also, stand da noch. Hast du hier oben den Easy Scan? Jo. Soll ich auch einfach upgraden? Obwohl wir warten auf jeden Fall, bis das Ding unten fertig ist mit einem Upgrade, oder? Obwohl, ist ja eh einfach nur eine Wartestange da drin, ne? Komm. Bader Durchfall. Apotheke. Das ist okay, in Ordnung.
Apotheke haben wir ja. Schraub, schraub, schraub. Wir haben 4000 eingenommen den Monat. Da sagen wir, dass keine neuen Zimmer dazukommen oder so, würde ich sagen, bauen wir sonst zunächst irgendwie mal ein paar Dekorationen oder so. Wir warten mal ab, was hier nachkommt nach der Mission. Die Preise sind nicht verhandelbar. Sieht vielleicht anders aus. Neue Technologie, toll. Das Maschinenupdate wurde installiert. Achte darauf, dass überall genug Feuerlöscher bereitstehen, damit sich unserer wertvollen Maschinen nichts passiert. Ach stimmt, wir haben nur einen einzigen da vorne irgendwo, ne? Bangel, Bengel, Bungel, wie auch immer, Technologies, danken uns für unsere fortwährende Unterstützung der Psychiatriepatienten. Sie werden Zugang zu einer ihrer Maschinen, dem Umtöpfer. Dieses Hightech-Gerät eignet sich hervorragend zum Entfernen von unerwünschten Küchenutensilien. Was? Halte nach Leuten Ausschau, die eine derartige Behandlung gebrauchen könnten. Treibe die Erweiterung des Krankenhauses voran, um noch mehr Technologie freizuschalten. Durch den Kauf eines neuen Grundstücks im näheren Umkreis erhalten wir den nötigen Platz, um das Krankenhaus weiterzuentwickeln. Okay, wir sollen jetzt eigentlich ein zweites Gebäude kaufen, aber wir haben doch noch übelst viel Platz hier drin. Halt 3% und Töpferei. Wo ist das ein neues Zimmer dann, ne? Ja. Okay, bauen wir erstmal das neue Zimmer. Wie gesagt, geben wir ein bisschen Geld aus, aber ja. Brauchen wir einen Arzt drin? 4x4. Oh, das ist ein bisschen scheiße. Hier war eigentlich nur 3x3. Nee, doch, hier war nur 3x3 Platz, ne? Es ist ja 4. Ich bin dumm, ey. Dann ist ja gut, dann können wir den hier einfach hinplatzieren. Tja, und die Tür kommt dann einfach auf die Seite, weil der Arzt schickt die ja wahrscheinlich, wenn dann da raus. Nee, oh, da steht jetzt da drinnen. WTF, okay. Warte. So. Natürlich ist das ein bisschen dumm. Wow, krass, auch mal 15.000, ey. Ist das zwingend so rum richtig? Wird schon funktionieren, so. Bam. Warum ist das Ding jetzt 4x4, damit das Ding da drin steht? Hätte es 3x3 sein können? 3x4 oder so? Hätte auch gereicht. Ja, wir brauchen bald noch eine zweite Arztpraxis, oder? Wie es aussieht hier. Wir brauchen ja noch einen neuen Arzt, davon abgesehen. Der da drin arbeitet. Was bist du? Oh ja, ob Justing. Behandlungskompetenz in der Kombination mit dich hier. Haben wir nochmal neuen Krankenpfleger? Ne, ich kombiniere mit dich noch. Da haben wir auch drei die Krankenpfleger, die wir alle brauchen. Bis nämlich der hier oben arbeitet. Aber da und da, da, da. Ich glaube, es sollte überall jemand arbeiten, wenn ich nicht doof bin. Tja, man könnte halt nur. Wie viel kostet so ein neues Gebäude denn einfach? 50.000. Können wir jetzt sogar einfach kaufen. Und das hier für 25. Auch weil wir darauf dann quasi eigentlich nichts bauen, da wir ja hier noch Platz haben. Alter, ich brauche noch eine zweite Arztpraxis. Ja. Ja, komm, wir bauen nochmal eine zweite Arztpraxis. Also, ich wollte nicht auf Optionen für Pause drücken. Zimmer, Arztpraxis. Gut, die können wir eigentlich hier noch hinbauen. Hup. Oh, ganz ehrlich, eigentlich können wir den auch. Reiß den nur kurz einmal ab. Bauen wir die aber 4x4, damit der Platz hier quasi auch besetzt ist. Bup, fertig. Einstellen, Ärzte. Dich. Einstellen, da drinnen. Bam. Play. Also, und wir sollten vielleicht auch noch dann noch eine Bank hier auch vorplatzieren, falls auch mal Leute warten. Und auf jeden Fall mal Feuerlöscher. Das könnte ich auch hinplatzieren. Bevor ich doch mal irgendwann irgendwie irgendwas abbrennt, wäre nicht so praktisch. Und warum auch nochmal hin? So. Dance dir wieder ab, ey. Okay, jetzt oben zum Arzt. Schon gewusst, wenn du etwas mehr Bargeld brauchst, kannst du im Reiter Finanzen Kredite aufnehmen. Tja, und müde Knochen. Zur Station schicken. Okay.
Unsere rasende Reporterin oder wartet auch schon einer? Blanket ist gerade mit ihrem Kamerateam von einer Reportage zurückgekehrt. Allerdings aber da haben nur einer wartet, das ist in Ordnung. Sie berichtet hat. Kein Mensch sagt mir hier auch nur irgendetwas. Mitarbeiter werden gebeten, einen qualifizierten Eindruck zu machen. Okay, ich will einfach mal sagen, was war es denn für heute? Das ist natürlich alles ein bisschen eher, sag mal, effizient gebaut, als wir jetzt irgendwie schön bisher. Aber ja, die Sattdekoration kommt dann demnächst. Ich würde einfach mal sagen, wir bauen dann einfach, ja, da wahrscheinlich, es geht ja erstmal damit die Mission, sollten wir das zweite Gebäude kaufen. Ich würde sagen, bevor wir das machen, dekorieren wir einfach wenigstens mal ein bisschen, stellen mal ein paar mehr neue Objekte rein. Weil, haben wir ja, weiß nicht, ob letzte oder vorletzte Folge war, haben wir aber auch erfahren, erhöht ja auch die Zufriedenheit von den Mitarbeitern, auch von den Patienten und so, wenn das ein bisschen dekorativ ist. Ja, aber das war's auf jeden Fall erstmal für heute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.